Herzlich willkommen, meine Lieben. Wieder. Ich habe diesen Ort hier satt. Ah, Kindchen, ist okay. Hallo und herzlich willkommen hier an diesem Sonntag wieder zu einer Folge Let's Play Skyrim. Wir haben uns das letzte Mal ja ein bisschen um unsere Kinder gekümmert, ab und zu. Müssen wir auch mal schauen, dass wir uns um sie kümmern. Ich will gar nicht schlafen. Ich wollte Sachen weglegen. So. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, wieso möchte sie jetzt Sachen ablegen? Wie kommst du da auf einmal drauf? Die Sache ist, ich habe eben schon mal angefangen zu spielen hier, ja, hat aber mein Aufnahmeprogramm mal wieder nicht aufgenommen. Das wundert mich ja eigentlich nicht mehr. So, wir legen jetzt hier das Kleid rein, das Kleid und den Pelz, bitteschön, und dann gehen wir raus. So, heute machen wir mal ein bisschen Nebenquests. Wo ich hin möchte, ist nach Rifton. Ich möchte die Schulden und so eintreiben. Jawohl, jawohl, jawohl. So, es ist auch Tag, wunderbar. So hatte ich mir das gedacht und vorgestellt. Schön. So, und gehen wir mal direkt hier ins erste Haus rein. Helgas Herberge. Schau mal, da war. Bist du Helga? Wenn ihr nach einem Zimmer sucht, dann versucht es im Bienenstich. Dieses Haus ist für die arbeitende Bevölkerung. Ich arbeite auch. Was wollt ihr? Oh, okay, ich habe eine Nachricht von Brynjolf. Was will er denn nun schon wieder? Ich habe ihm doch schon erklärt, dass man einem Stein kein Blut abpressen kann. Ah, es geht nicht mehr nur um Geld. Hör zu, ich kann kein Geld herbeizaubern, wo keins ist. Bitte seid doch vernünftig. Ich werde nächsten Monat bezahlen. Unsere Geduld ist am Ende. Auch meine Geduld ist am Ende. Was hat es denn für einen Sinn zu bezahlen? Eure Leute kommen ja nicht einmal mit sich selbst zurecht. Genauso gut könnte ich das Gold gleich in die Gosse werfen. Mich könnt ihr mit euren Drohgebärden nicht einschüchtern. An euch zahle ich nicht eine müde Münze. Das ist ganz schön aufmüpfig. Fragt so viel ihr wollt. Aus einem Stein könnt ihr kein Blut herauspressen. Hallo, Svanna-Fernschild. Tut mir leid wegen der Unordnung. Hier sauber zu halten ist keine Kleinigkeit. Arbeitet ihr hier? Arbeit? So kann man es wohl auch nennen. Ich nenne es Sklaverei. Ich arbeite mir die Finger wund, um dieses abscheuliche Loch sauber zu halten. Seit meine Eltern starben und Helga mich aufnahm, ist mein Leben ein einziger Albtraum. Wie hätte ich wissen sollen, dass sie so ein widerliches Weib ist? Also sitze ich hier fest, während diese Schweine, die sie Kunden nennt, mich begrapschen und die widerlichsten Dinge zu mir sagen. Weshalb hasst ihr Helga so sehr? Es ist nicht nur die Arbeit, es ist alles an ihr. Sie ist widerlich. Ich glaube, sie nimmt ihre Verehrung der Dibella ein wenig zu wörtlich. Wisst ihr, dass sie allein im letzten Monat mit 3 verschiedenen Männern geschlafen hat? Welche Frau tut denn so etwas? Das verstehe ich auch nicht. Einmal würde ich gern sehen, wie sie sich windet. Es ihr so richtig unter die Nase reiben. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Ja, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass ich damit davonkommen würde. Sie würde mich umbringen, wenn sie es herausfände. Ich weiß zufällig, dass sie ihrem Liebhaber nach vollzogenem Akt ein Zeichen der Dibella als Zeichen ihrer Zuneigung gibt. Wenn ihr ihr 3 dieser Zeichen unter die Nase halten würdet, dann wäre ihr das so peinlich. Ich weiß nicht, was sie dann tun würde. Sehr schön, ich werde euch helfen. Ach, das wird großartig. Ja. Ihr müsst die Zeichen der Dibella von Boli, Hofgrier und Indarin besorgen. Ich weiß nicht, wie ihr das anstellen könnt, aber versucht es einfach. Dann konfrontiert Helga damit und der Rest geht wie von selbst. Sehr schön. Bitte versucht, diese Zeichen ohne Gewalt zu erwerben. Fragt so viel ihr wollt. Aus einem Stein könnt ihr kein Blut herauspressen. Wir kommen wieder, Helga. Wir kommen wieder. Das ist doch nicht zu Ende, das Gespräch. So, guten Tag. Es gab einen Kampf im Rattenweg, aber die Berichte darüber sind eher ungenau. Manche sagen, es wären Talmor-Agenten gewesen. No. Bitte. Die Arme. Bitte, oh, Edda. Vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Ich würde so gern merken. Madesi, was hat es mit dieser Rechnung über 300 Zertine auf sich? Seid gegrüßt. Wie kann ich euch helfen?
Eure ihr seid neu in der Stadt, Bulli. Ganz sicher zum Angeln hier. Helga hat euch ein Zeichen der Dibella gegeben. Ich will es. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr da redet. Ich würde niemals mit jemand anderem als meiner guten Frau Drifa schlafen. Gebt es mir. Niemand muss davon erfahren. Ich soll euch was geben? Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr da redet. Gebt es mir sonst? Es war doch nur eine Nacht. Ich glaube, sie hat mir etwas in mein Getränk geschüttet. Ich war seither nicht einmal mehr in der Herberge. Warum ein Risiko? Nehmt das verdammte Ding einfach. Ich will es nie wiedersehen. Dankeschön. Vergesst nicht, im Tempel zu spenden. Oh, Lady Mjoll. So, hieß noch ein Haus, wo wir rein sollen? Bienenstich. Das klingt lecker. Hier ist es bestimmt schön. Ihr seht aus, als könntet ihr ein Getränk vertragen. Guten wie wäre es Tag, mit einem günstigen Mann? Wollt ihr ein Zimmer oder was? Ja, so eine Nachricht von Brynjolf. Ich habe diesem Clown schon gesagt, dass ich eurer Bande nicht eine einzige Münze bezahlen werde. Das war keine Bitte. Schaut euch doch um. Ich kann dieses Rattenloch kaum noch am Laufen halten. Daran ist der Krieg schuld. Ja, der Krieg. Verschwende nicht länger deine Zeit mit Leuten wie euch. Gut, und richtet euren Bossen diese kleine Botschaft aus. Ich zahle euch keinen einzelnen Septim. Niemals. Und niemals. Jetzt raus aus meinem Gasthaus. Ihr bekommt mich niemals lebend. Hallo. Was wollt ihr? Vielleicht könnt ihr Kirawa zur Vernunft bringen. Bestärkt durch die Gerüchte darüber, wie schwach eure Gilde geworden ist, ist sie deutlich zu dreist geworden. So dumm bin ich nicht. Das Letzte, was ich will, ist ein Krieg mit euren Leuten. Sehr vernünftig. Dann helft ihr mir, sie zum Zahlen zu bewegen? Schaut, ich erzähle euch das nur, weil ich mir Sorgen um sie mache. Glaubt nicht, dass ich eure Taten gut heiße. Ja, ist okay. Kirawa hat Familie auf einem Hof in Morrowind. Wenn ihr sie ihr gegenüber erwähnt, hört sie euch vielleicht zu. Ich möchte aber nicht, dass jemand verletzt wird. Der Gedanke daran würde mich umbringen. Alles klar, danke schön. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Ja, aber... Ich zahle euch oder Brynjolf keine einzige... Nein, und das werde ich auch nie. Schert euch raus aus meinem Gasthaus. Vielleicht sollte ich diesem Hof in Morrowind mal einen Besuch abstatten. Woher in aller Welt wisst ihr von... Bitte. Meine Familie bedeutet mir alles. Da hört's auf einmal handzahm, ne? Tut mir nichts an. Dann bezahlt und ich werde die Sache vergessen. In Ordnung. Hier, bringt das zu Brynjolf und sagt ihm, dass ich ihm keinen Ärger mehr machen werde. Sehr schön. So viel Aufstand wegen 100 Gold. Meine Fertigkeit. Gut. Dann haben wir das ja, obwohl wir sollten uns angucken, wer da sitzt. Wir suchen ja immer noch zwei Leute. Wer bist denn du? Nee. Du bist uninteressant. Wer bist du? Mit euch habe ich nichts zu schaffen. Also geht mir aus dem Weg. Seid gegrüßt. Wie kann ich euch helfen? Talen, noch eine Runde. Ihr belästigt mich aus gutem Grund. Ich glaube, ihr habt schon genug gehabt, Wulwulf. Vielleicht solltet ihr lieber nach Hause gehen. Beim Reich des Vergessens. Ich sagte doch, ihr sollt mir noch was zu trinken bringen. Da ist keiner bei, den wir suchen. Dum, 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 dum. Hier ist noch eine Tür, wo wir rein sollen. Gucken wir mal hier rein. Hallo, Berzi Wonekant. Was? Oh, ihr seid einer von denen. Ja. Also gibt sich Brynjolf nicht mal mehr die Mühe, selbst aufzukreuzen, was? Na, der ist ein bisschen beschäftigt. Wie lautet die Botschaft? Ich denke, ihr wisst es bereits, aber okay. Ganz einfach, wenn ihr nicht bezahlt, passiert ein Unglück. Dumpfe Drohungen und geballte Fäuste können mich nicht umstimmen. Ihr Kerle hat bloß eine große Klappe. Das weiß doch jeder. Ich soll euch zahlen, um mich zu schützen? Ihr könnt euch doch noch nicht mal selbst schützen. Ihr Kerle, also erstmal bin ich eine Frau, zweitens... Bin ich eine Katze und drittens, hallo, ich bin das Drachenblut. Kann auf uns aufpassen, glaubt mir. Macht euch nichts vor. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis man euresgleichen aus Rifthorn jagt. Das wird nie passieren. Ihr solltet besser den Mund halten. Das wird euch noch leid tun. Dafür sorge ich. Los,
Schnappt ihr euch. Hättet nie herkommen sollen. Ja. Bitte, hört auf. Ich zahle. Ich zahle. Sehr schön. Hört sie doch eine. Ihr gebt und gebt, Bersi, und sie nehmen und nehmen. Wann soll das aufhören? Was soll ich denn machen, Weib? Mich mit der Gilde anlegen? Mir einen nach dem anderen vornehmen? Ich meine das nicht so. Wir müssen einen Ausweg finden. Redet doch mit Layla. Layla hat genauso wenig Ahnung wie Verstand. Nein, wenn überhaupt, dann müssen wir die Dinge selbst in die Hand nehmen. Kann ich helfen? Ich hoffe, euer Besuch hat diesmal einen freundlicheren Grund. Ich habe ja alles bezahlt. Mein Mann Bersi bringt mich noch ins Grab. Ja, ist okay. Ja, mit Frauen prügel ich mich nicht, aber vor Männern gehe ich nicht zur Schwarzdorn-Brauerei. Hey, schaut mich nicht so an. Wer seid ihr, dass ihr über mich urteilen wollt? Oh, hier. Mit dir soll ich doch reden. Ich bin hier der Braumeister. Was wollt ihr? Helga hat euch ein Zeichen der Diebella gegeben. Ich will es. Ihr seid verrückt. Wie könnt ihr es wagen, solch eine Anschuldigung vorzubringen? Gibt es mir sonst... Wenn sich herumspricht, dass ich mit ihr im Bett war, hat in der Brauerei keiner mehr Respekt vor mir. Dann... Nehmt das Zeichen, wenn ihr es wollt. Es ist die Mühe sowieso nicht wert. Ach, behalten Sie denn die Zeichen, wenn die alle sich dafür schämen? Jetzt ehrlich. Gut, vielleicht kann ich dann ja zurück an die Arbeit. Da. Ist hier noch irgendwo was? Ich suche immer noch eine Person. Hofkrähe. Aber wo ist Hofkrähe? Entschuldigt, aber ich kann euch jetzt nicht besonders helfen. Ich trauere. Und was, wenn ich ein Problem habe? Kommen wir mal hier raus. Ich glaube, hier müssen wir beim Hafens kommen. Vielleicht finden wir den ja irgendwo am Hafen. Den Hofkrähe. Ich wüsste sonst auch nicht mehr, wo wir gucken sollen. Hier ist keiner. Ich hätte es wieder dahin stecken können, wo es herkam. Ihr müsst das Lexikon nehmen. Was? Befreit mich von meiner Last. Was? Lexikon? Jetzt erinnere ich mich. Ihr seid doch das neue Mitglied der Gefährten. Komm mal in der Frischerei. Bitte helft mir. Ich werde meine Arbeit bei der Fischerei von Rifton verlieren. Ich brauche wirklich eure Hilfe. Ich will meine Arbeit bei der Fischerei nicht verlieren. Meine Anstellung bei der Fischerei von Rifton ist in Gefahr. Boli, der Eigentümer, machte mir klar, dass ich raus bin, wenn ich noch einmal in diesem Zustand zur Arbeit komme. Ich will mir das nicht antun, aber ich kann nicht anders. Vor einem Jahr habe ich Skooma zum ersten Mal probiert. Immer diese Drogensüchtigen. Kann ich nicht mehr damit aufhören. Wenn ihr einen Heiltrank für mich hättet, könnte ich meinen Körper von diesem Gift reinigen und in mein Leben zurückkehren. Ich besorge euch einen. Ich danke euch, mein Freund. Ich weiß nicht, was für ein Heiltrank. Hauptsache. Haben wir einen Heiltrank? Zaubertrank der Gesundheit. Gesundheit wiederherstellen. Also wir haben nichts, aber... Habt ihr etwas für mich? Nee, ich glaube noch diese nicht. Diese Schmerzen. Wer bist denn du? Valindor, nein. Ha, wie cool. Wir züchten die Fische. Ihr habt keine Ahnung, wie es ist, alles zu haben und dann mit ansehen zu müssen, wie alles... Ich dachte, vielleicht ist da irgendwas Spannendes drin. Jans fälschen Geschäftsführer. Wir kennen das Buch fälschen? Nein, warum?
gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere spannende Quests hier. In der Fischerei. Damit sind wir aber immer noch nicht weiter. Irgendwo müssen wir ja den Inder gehen, finden. Maul. Und dem. Wollt ihr reden? Schließt zuerst die Aufträge für Brynjolf ab. Ja, ich bin dabei, aber ich finde, wer fehlt denn jetzt? Nee, Hofkrähe fehlt. Hofkrähe fehlt. Ich weiß nicht, wo wir Hofkrähe finden. Tja. Balimund. Sinterhammer. Kommen wir mal rein. Wo hält sich Hofgier auf? Das ist die Frage der Fragen. Überall reingucken. Wir sind ja dreist. Er ist kennt ihr Balimund? Nee. Ich bin sein Lehrling. Er bringt mir ist alles nicht über der das Richtige. Schmieden. Tja. Wo könnte der sich befinden? Schmuckstücke, wie nur die legendären argonischen Handwerker sie herstellen können. Kauft Rüstung und rettet euer Leben. Fleisch und Gemüse, greift zu, solange der Vorrat reicht. Kann er hier unten sein? Was glaube ich nicht. Oder? Schön dunkel hier. Ah. Hier liegen noch die Leichen vom letzten Mal. Wo ging das denn lang? Ah, wahrscheinlich sind wir jetzt hier, da wo ich hin möchte. Ja, hier wollte ich hin. Mal gucken, ob der sich hier auch aufhält. Bezweifle ich, aber... Habt ihr schon etwas für uns? Daniel, Max, Nina... Macht keinen Ärger, sonst gibt es Ärger. Habt ihr schon etwas für uns? Hier ist Bersis Bezahlung. Ich habe bezweifelt, dass er zur Einsicht kommen würde. Aber ihr habt es ihm erklärt. Jo. Gut gemacht. Warum kann ich ihm die andere Bezahlung nicht geben? Komisch. Was ist Helgas Geschichte? Helga ist eine fromme Anhängerin von Libella und ganz vernarrt in ihre Götterstatue in der Herberge. Setzt sie als Druckmittel ein, damit sie nachgibt. Ich werde hier sein, wenn ihr fertig seid. Okay, jetzt haben wir noch eine optionale Lösung. Das ist auch eine Möglichkeit. Wenn wir den dritten nicht finden, dann können wir ihr das Ding stehlen und ihr dann unter die Nase halten. Würde ich aber gerne als Notlösung behalten. Immerhin haben wir schon 2 von 3 gefunden, also der dritte muss ja auch irgendwo rumlaufen. Die Frage ist halt nur, wo. Ah, den finden wir schon noch. Wir haben die anderen ja auch gefunden. So, gucken wir doch mal. Valindor. Das war doch der eben in der Fischerei, oder? Ich glaube schon. Marise Averell. Das ist ganz cool mit hier unten rumlaufen eigentlich, aber ein bisschen dunkel. Elgrims Elixiere. Gucken wir doch mal, ob wir den hier finden. Irgendwo muss der doch rumlaufen. Hallo? Keiner da? Tut mir leid. Ich dachte gerade über meine Experimente nach. Wie heißt du? Elgrim. Ne. Macht Sinn. Elgrims Elixiere. Der Typ heißt Elgrim. Wo ist Hofgier?
könnte der sich aufhalten? Bettlerecke. Nee, sie sagt ja, dass die Herberge ist für die arbeitende Bevölkerung. Bezweifle ich das hier. Hier ist sowieso niemand, okay. Ach ja. Die Suche geht weiter. Wo ist eigentlich Lydia? Ach, wir haben Lydia zu Hause gelassen. Stimmt, ja. Warum sagt er mir rausgehen? Habe ich die anderen Quests nicht abgebrochen? Okay. Ach ja, hier, draußen am Stall. Vielleicht ist er... Oh, hallo Pferdchen. Mein Pferdchen. Stelle von Riftern. Vielleicht ist er hier, Hofgier. Hofkräher! Sehr ihr schön. Ihr seid wohl zu faul zum Gehen. Tja, dann seid ihr am richtigen Ort. Helga hat euch jetzt hängt er die Bella gegeben. Ich will es. Was? Wovon redet ihr? Ich weiß nicht mal, was das ist. Sie immer so tun, als wüssten sie es nicht. Gebt es mir sonst. Ich will in Riftern keinen schlechten Ruf bekommen, aber Helga ist außer Kontrolle. Sie wird es zu stellen versuchen. Also habe ich zugestimmt. Wenn ihr es unbedingt wollt, dann nehmt es euch. Dankeschön. Sehr nett. Bis zum nächsten Mal. Wunderbar, dann brauchen wir Helga nicht bestehen. Das heißt, wir können jetzt die drei Teile unter die Nase ihr wisst, was ich meine. Unter die Nase halten. Jo, Helga. Wir kommen. So, liebste Helga. Ich hab gesagt, das wird nicht unser letztes Gespräch sein. Ihr seid es. Bitte tut mir nicht weh. Die gehören wohl euch. Was? Wie? Woher habt ihr die? Nein, sagt es mir nicht. Ich will es gar nicht wissen. Hört zu. Das muss unter uns bleiben. Zwischen euch und mir, in Ordnung? Davon braucht sonst niemand zu wissen. Wenn es bekannt würde, dass ich in Riftern meine Künste der Dibella praktiziere, würden sie mich aus der Stadt jagen. Hier, nehmt dies und kein Wort zu einer Menschenseele. Mich interessiert ja schon jetzt, was die Künste der Dibella sind. Aber okay. Yeah. Sprich ich weiß Zwanger. Nicht, warum ich mir die Mühe mache. Ist es euch gelungen, die Zeichen... Ach, ich weiß. Ist es nicht wunderbar? Ich wette, sie hat sich gewunden wie ein Skewer, als ihr sie aus der Tasche gezogen habt. Ich glaube, von jetzt an werden die Dinge hier anders laufen und das verdanke ich euch. Na, abwarten. Hier, das möchte ich euch geben. Es gehörte meinem Vater, aber ihr werdet es sicher gut gebrauchen können. Zwergenstiefel des abnehmenden Feuers. Wuhu! Gewiss, geht nur. Kriege ich jetzt das Geld? Ich weiß, wer ihr seid. Ihr habt die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Na ja, die halbe. Bitte, das hier ist nicht notwendig. Ich habe verstanden. Hier. Ich habe sogar die Bezahlung. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt dürfen wir wieder zu Brynjolf. Und geben ihm das Geld. Und mal schauen, was er dann für Aufträge für uns hat. Das sieht mir schon. Ich fand, das hat mir jetzt doch mehr Spaß gemacht, als ich dachte. So, Geld eintreiben. Sehr cool gemacht, finde ich, die Quest. Auch, dass wir dann zu ihren Liebhabern müssen und so. Doch, gefällt mir sehr. Also ich mag Riftorm eigentlich sowieso generell. Ich finde es ein bisschen dunkel, aber so im Großen und Ganzen mag ich. Ich finde es ja eigentlich ganz cool. So. Aber wir sind auch eine Stufe aufgestiegen, oder? Weiß es gerade nicht mehr. Dum. Heula. Mach kein Ärger. Sonst gibt es Ärger. Hallo, Brynjolf. Ihr habt den Auftrag sauber erledigt und das Gold abgeliefert. So mag ich das. Jawohl, danke schön. Leichen verschwinden zu lassen und die Wachen zu schmieren, kann teuer werden. Hier ist, was sie uns geschuldet haben. Gut gemacht. Und auch ich schulde euch etwas. Hier, die könnten euch recht nützlich sein.
Lösung der Gesundheit hinzugefügt. Lösung der Gesundheit, ist es vielleicht das, was wir der... Wenn man bedenkt, wie ihr die Ladenbesitzer im Griff hattet, habt ihr mehr als nur euer Können unter Beweis gestellt. Leute wie euch brauchen wir in unserer Gruppe. Juhu. Wenn er nach mehr Gold zu holen ist, bin ich dabei. Jawohl. Das ist die richtige Einstellung. Der Diebstahl liegt euch im Blut. Ihr bisschen. Seid ein echter Langfinger. Ah, ein bisschen. Ihr werdet bestimmt gut zu uns passen. Naja, bevor wir gehen, muss ich euch fragen. Woran denkt ihr? Das heißt, ihr wäret in letzter Zeit nicht gerade von Erfolg gesegnet gewesen, stimmt das? In letzter Zeit gab es eine Durststrecke, jedoch nichts Besorgniserregendes. Wisst ihr was? Ihr bringt uns weiterhin Geld und ich kümmere mich um alles andere. In Ordnung? Jo, klingt gut. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, folgt mir einfach und ich zeige euch alles. Oh, wir kriegen eine Rundführung. Sehr schön. Geschäftliche Angelegenheiten. Wuhu. Begonnen, laut und deutlich. Folge Brynjolf, ich folge. Ich erkläre euch alles, dann könnt ihr eure Fragen stellen. Ja, aber du könntest ruhig einen Tick schneller gehen. Ich meine, hier läuft eine Aufnahme und so, weißt du? Oh, dunkel. Ah, okay. Doppeltür. Hä? Wo geht der mit mir hin? Der macht mir so ein kleines bisschen Angst, der Mann. Oh, da steht jemand. Ist das Maul? Oh, ich krieg Gänsehaut. Angst. Angst! Lydia! Ich hab Lydia nicht mehr. Hier laufen einige rum. Sau cool hier. Muss man mal sagen. Ist das mal, ne? Nee. Von dieser Person hier habe ich euch erzählt. Unser neuer Rekrut. Das wird hoffentlich nicht schon wieder eine Verschwendung von Gildenmitteln, Brynjolf. Bevor wir weitermachen, will ich eines absolut klarstellen. Wenn ihr euch an die Regeln haltet, seid ihr am Ende reich. Wenn ihr die Regeln brecht, verliert ihr euren Anteil. Kein Wenn und Aber, keine Diskussion. Ihr tut, was wir sagen, wann wir es sagen. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt. Mhm. Ja, ja. Ah, ich verstehe. Gut, dann ist es wohl an der Zeit, euer Fachwissen auf die Probe zu stellen. Oh-oh. Wartet mal, ihr redet doch nicht etwa über Goldenglanz, oh. Oder? Selbst unsere kleine Vex ist da nicht reingekommen. Ihr behauptet, dass diese Rekrutin eine Begabung für unser Geschäft aufweist. Oh Gott, nichts Schweres. Denn dann soll sie es beweisen. Gut Goldenglanz ist für einen unserer größten Kunden enorm wichtig. Allerdings hat sich der Eigentümer plötzlich entschieden, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und uns auszusperren. Wir müssen ihm eine Lektion erteilen. Brynjolf wird euch die Einzelheiten erklären. Mercer, habt ihr nicht etwas vergessen? Hm? Oh, ja. Weil Brynjolf mir versichert, dass ihr ein großer Gewinn für uns seid, könnt ihr mitmachen. Willkommen in der Diebesgilde. Danke schön. Willkommen in der Familie, Mädchen. Ich erwarte, dass ihr reichlich Geld einbringt. Also enttäuscht mich nicht. Und wie komme ich zu meinem Anteil? Ganz einfach. Tut, was man euch sagt und haltet eure Klinge sauber. Wir verdienen unser Geld nicht mit Mord. Ihr solltet mit Delvin Mallory und Vex reden. Sie kennen sich aus und können euch ein paar zusätzliche Aufträge verschaffen. Oh, und sprecht mit Tonilia in der zersplitterten Flasche. Sie kümmert sich um eure neue Rüstung. Okay. Erzählt mir etwas über den Goldenglanz-Auftrag. Gut, Goldenglanz ist eine Imkerei. Dort liefern die verdammten kleinen Biester ihren Honig ab. Das Gut gehört einem großmäuligen Waldelfen namens Aringot. Ihr müsst ihm eine Lektion erteilen, indem ihr drei der Bienenstöcke niederbrennt und den Tresor im Haupthaus leerräumt. Was ist der Haken? Der Haken besteht darin, dass ihr nicht einfach alles niederbrennen könnt. Der bereits erwähnte und wichtige Kunde Mercer wäre in diesem Fall außer sich vor Wut.
So läuft das hier aber nicht. Die Gilde braucht Übereinkünfte mit einflussreichen Personen, damit alles problemlos läuft. Ohne ihre Unterstützung bekämen wir ernste Probleme. Maven möchte, dass Aringoth am Leben bleibt. Wenn er euch jedoch daran hindert, den Auftrag zu erledigen, tötet ihn. Für die Gilde hängt viel davon ab. Lasst mich nicht dumm dastehen, indem ihr es vermasselt. Gut Goldenglanz hat der Gilde Unmengen eingebracht. Man könnte es als unser bestes Geschäft bezeichnen. Dann zahlt Aringoth aus heiterem Himmel unseren Anteil nicht mehr. Mercer war nun verärgert, um es milde auszudrücken. Also haben wir Vex geschickt und dann herausgefunden, dass er Söldner angeheuert hatte, um das Gut zu bewachen. Söldner? Nicht die Wachen von Riften? Genau. Aringoth hat die Wachen zum Teufel gejagt und die gesamte Insel befestigt. Vex ist gerade noch mal mit dem Leben davon gekommen. Ihr solltet mit ihr reden, bevor ihr geht. Okay. Wie zerstöre ich die Bienenstöcke? Sie sind wie kleine Festungen aufgebaut, um dem Wetter zu trotzen. Ihr Schwachpunkt ist jedoch das Feuer. Außerdem wird eine riesige Rauchsäule den Einwohnern von Rifthorn perfekt verdeutlichen, dass wir es ernst meinen. Warum brennen wir nicht gleich das ganze Anwesen? Ich gebe euch einen guten Grund. Maven Schwarzdorn. Wenn wir alle Bienenstöcke abbrennen, muss sie den Honig für die Brauerei importieren, was ihren Gewinn schmälert. Ja, bezahlt mich im Maven Schwarz, sonst fährt es nicht. Ehrlich, Mädchen, da kann ich mir ja gleich selbst die Kehle durchschneiden. Von wem kommt denn dieser seltsame Auftrag? Sibi hat also endlich den Mumm, seine Zähne zu zeigen, was? Das klingt wie eine Familienangelegenheit und ich möchte nicht, dass die Gilde darin verwickelt wird. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Erwartet nur nicht, dass wir euch helfen, wenn Maven euch hinrichten lässt. Okay. Wir hatten eine Vereinbarung mit Maven und achteten auf Gut Goldenglanz, um den Honig fließen zu lassen. Wenn es Probleme mit den Arbeitern gab, haben wir uns darum gekümmert. Mitbewerbern, die Honig von Aringoth kaufen wollten, stahlen wir die Ladung. Im Gegenzug ermöglichte es uns Maven, Aringoth zu erpressen und reichlich Geld zu scheffeln. Sagen wir es mal so. Nichts geschieht in Rifthorn ohne Mavens Zustimmung. Ein Wort von ihr und ihr könnt den Rest der vierten Ära im Gefängnis verbringen. Okay, Seid auf der Insel vorsichtig. Das klingt wirklich nach einem großen Auftrag und auch nicht so leicht. Wenn wir dann nächstes Mal einfach ein bisschen schauen. Enttäuscht uns nicht. Ja, ich weiß. Wir gucken einfach das nächste Mal. Na, kriege ich jetzt auch ein bisschen Licht, dankeschön. Das nächste Mal, was die anderen alle so zu erzählen haben, ob wir noch Tipps und Tricks kriegen, wie das mit den Söldnern ist, ob wir die töten dürfen und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal hier weiter mit der Diebesgilde. Das finde ich momentan ganz spannend, das macht mir Spaß und ja, das war's dann für diesen Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Bis dann, ciao, eure Aikira.